Du hast viel Erfahrung schon in TV-Produktionen als Schauspieler, aber auch in Elspe, Genau. bei diesem Festival als Bösewicht dann öfters, Genau, bei als den Schurke. Kammerfestspielen in Elspe, genau. Wie bist du denn hierher gekommen? Ja, ich habe mich beworben und dann hat mich Peter Hick angerufen und hat mich zum Vorreiten eingeladen. Und so haben wir uns kennengelernt und ja, dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Und du sagst, die Rolle ist dir auf den Leib geschrieben? Ich habe den Goethe schon ganz, ganz gern, ja. Und meine Schwägerin war letztens drin und die meinte, das passt wie Arsch auf Eimer, wenn ich das so sagen darf. Aber ich habe ihn schon ganz gern, ja. Ich mache das schon sehr gern. Die Probezeit im Voraus ist ja ziemlich lang. Wann müsst ihr anfangen zu proben? Wie lange dauert das? Wie strukturiert sich das? Also Proben hatten wir, glaube ich, 6 Wochen ungefähr. Ich war schon 5 Tage vorher hier, weil einfach nochmal was zu klären war mit Kostüm und Pferd. Und ja, da bin ich eben ab dem 8.5. schon angereist. Ab dem 9.5. gab es dann schon mal Reitunterricht und ich war in der Garderobe und solche Sachen. Offiziell war es aber dann natürlich erst am 13.5. und ich denke, das sind ungefähr, das waren dann so 5, 6 Wochen. Dann, weil die Probezeit so lang ist, will man dann aber auch wirklich dann auf die Bühne. Also man will dann raus. Ja, das Gefühl war auf jeden Fall dann da. Ne? Und es war schon ganz schön, dass das immer dann mehr wurde und auch mal Publikum drin war. Wir haben ja diese öffentliche Generalprobe. Das war schon ganz gut, ja. Um mal abzutesten, wie das da so ankommt. Naja, der Gödicke ist zwar ein Pirat, aber jetzt dramaturgisch gesehen gehört er eher zu den Guten. Aber was für mich den Gödicke natürlich sehr interessant macht, ist eben dieses Zwielichtige. Einerseits Pirat und unabhängig und natürlich, er mordet, brandschatzt und raubt und noch schlimmere Sachen, aber im Endeffekt gehört er dann doch eher zu den Guten. Ne? Und das macht es dann macht umso schöner. Wobei mir der Santa letztes Jahr, 2017, der war ja, ne, 100% böse. Bei Kamai ist es dann eher schon schwarz-weiß geschrieben. Das geht dann schon sehr in die böse Richtung und ich denke, für das Publikum war es auch befreiend, dass er dann auch wirklich von der Bildfläche verschwunden ist. Also er war wirklich mies, der Center. Ne? Und, ja. Was ist denn das Besondere an den Störtebeker Festspielen für dich? Die Dimension, sage ich immer wieder, also die Größe und aber auch eben der Support. Man hat wirklich unheimlich viel Unterstützung von allen Seiten und auch die Bühne, man hat links einen Schauplatz, rechts einen Schauplatz. Als ich hier mal Zuschauer war, gab es auch in der Mitte einen Schauplatz. Die See ist ein Schauplatz. Das ist einfach riesig hier. Ich weiß noch, wo ich mit Peter Hick dann vom Büro zum Reitstall, zum Vorreiten gegangen bin. Ja, ich kann es ja aus dem Fernsehen, aber ich war dann schon ein bisschen erschlagen. Das war schon sehr, ist halt sehr beeindruckend, ne?